Auf mehr, ziemlich genau 6 Monate ist es her, liebe Gäste, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wenige Meter von hier die Bayern-Rundfahrt 2014 zu Ende gegangen ist. Und spätestens jetzt, nach diesen Eindrücken, haben wir doch alle Lust, den Blick nach vorne zu richten. Was gibt es Neues? Wir konzentrieren uns auf die Bayern-Rundfahrt 2015. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in diesem Jahr unserer Einladung gefolgt sind hierher in die VR-Bank Nürnberg. Es ist ja mittlerweile schon ein fast traditioneller Termin. Ich nehme an, auch bei Ihnen steht es so im Kalender. Erst kommt die Präsentation der Bayern-Rundfahrt, dann kommt der Nikolaus. Da wollen wir natürlich auch in diesem Jahr nichts dran ändern. Wir sagen herzlichen Dank bei der VR-Bank Nürnberg, speziell beim Marketingleiter Herrn Martin Tscherner, dass wir auch in diesem Jahr wieder in diesen wunderbaren Räumlichkeiten sein dürfen. Im vergangenen Jahr ja noch ein paar Stockwerke höher, jetzt quasi auf dem Boden der Tatsachen. Dafür ist der Weg zum Imbiss nachher am Ende draußen nicht ganz so weit. 2014 eine tolle Rundfahrt, die zum zweiten Mal in Folge hier in Nürnberg zu Ende ging. Natürlich haben wir uns auch für die kommende Ausgabe wieder einiges ausgedacht. Und ich will Sie und euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, Vorhang auf, wir werfen einen ersten Blick auf die Strecke. Wo geht's lang? Die Bayern-Rundfahrt 2015. Insgesamt 19 Teams, die bei der Bayern-Rundfahrt 2015 an den Start gehen werden. Heißt also wieder Nürnberg, unser Start, Sie haben es gesehen, im UNESCO-Weltkulturerbe Regensburg. Das ist eine Strecke, die es mal wieder richtig in sich hat und bei der sich natürlich die Organisatoren wieder viele, viele Gedanken gemacht haben. Wir wollen drüber sprechen und das tun wir sehr gerne mit dem Rundfahrtleiter, mit Ewald Strohmeier und mit dem stellvertretenden Präsidenten des Bund Deutscher Radfahrer, Peter Streng. Bitte kommt doch zu mir. Wir haben auch noch Werkzeuge für euch, bitteschön. Ewald, die 36. Ausgabe der Bayern-Rundfahrt steht vor der Tür. Erstmal wollen wir aber zurückblicken. Ich glaube, das Finale in diesem Jahr in Nürnberg, ein ganz besonderes, eines, an das man auf jeden Fall anknüpfen kann, oder? Ja, das ist genau das Finale gewesen, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich meine, wir kennen Nürnberg, das Rennen rund um die Nürnberger Altstadt, so gut und es war immer so schön und deswegen sind wir auch gekommen, damit wir das wieder aufleben lassen können, wie es war. Und ich glaube, in diesem Jahr haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Wir haben sehr viele Zuschauer gehabt
Und wenn wir das nächstes Jahr noch ein bisschen steigern können, ein klein bisschen mehr, dann denke ich, können wir sehr, sehr zufrieden sein und können glücklich sein. Ich bin da sehr zuversichtlich. Peter Streng heute bei uns, weil der Vorsitzende des PDR leider nicht kommen kann. Jetzt, wir freuen uns, dass du hier bist, aber eigentlich hätten wir mit Rudolf Scharping gerechnet. Also Rudolf Scharping hat mich gestern noch angerufen, hat sich wirklich entschuldigt. Er hat einen Arzttermin, das ist keine Ausrede. Er wäre sehr, sehr gern nach Nürnberg gekommen, aber ich hoffe, ich bin ein würdiger Vertreter. Ja, aber selbstverständlich. Die Bayern-Rundfahrt genießt auch beim BDR ganz, ganz hohen Stellenwert, oder? Die Bayern-Rundfahrt genießt noch nicht nur hohen Stellenwert. Die Bayern-Rundfahrt ist das Rennen in Deutschland vom BDR, das eigentlich das Spitzenrennen ist. Wir haben kein weiteres in dieser Kategorie. Und die Bayern-Rundfahrt, ich bin ja selber seit 25 Jahren in der Organisation, die Bayern-Rundfahrt ist eben das radsportliche Highlight in Deutschland. Und das ist es, das wird 2015 sein und das wird es hoffentlich auch in Zukunft sein. Das wollen wir doch alle sehr hoffen, Ewald. Bevor wir uns die Strecke gleich im Detail nochmal angucken, lass uns kurz auf den Rahmen zu sprechen kommen. Der Termin hat sich ein bisschen verändert im kommenden Jahr. Ja, die Politik spricht auch beim Sport ein bisschen mit. Der G7 oder G8-Gipfel, wie man es nehmen will, oder wir werden mal sehen, wie viel dazu kommen. Viele Tausende auf jeden Fall, hat uns ein bisschen durcheinander gebracht. Der Gipfel ist Anfang Juni. Und der Vorlauf ist sehr, sehr groß, insbesondere bei der Polizei. Man rechnet in etwa mit 400 Polizeimotorradfahrern, mit etwa 15.000 bis 18.000 Polizeibeamten, die im Einsatz sind. Und was ist da die Bayern-Rundfahrt? Nicht das, was wir wirklich sind. Und deswegen sind wir ausgewichen, fahren 14 Tage früher, schon ab dem 12. Mai, 12. bis 17. Mai und haben dann die entsprechende Unterstützung der Polizei wieder. Der Innenminister ist auch wieder der Schirmherr und ich glaube, dann wird das Ganze wieder gut sein. Und dann sollen die in den schönen Alpen drin was anderes machen. Wir fahren ein Rad im Norden von Bayern. Dass der Termin nicht unbedingt ein Nachteil sein muss für das Teilnehmerfeld, das werden wir später noch besprechen. Zwei Sätze zur Strecke. Es stehen, glaube ich, bestimmte Grundgedanken dahinter. In den letzten Jahren ging es dann immer eher ein bisschen südlicher durch Niederbayern, Oberbayern, Schwaben und dann hier Richtung Mittelfranken. Jetzt wird es ein bisschen nördlicher, aus gutem Grund. Ja gut, zum einen natürlich, weil wir schon längere Zeit nicht mehr in der Oberpfalz, in Oberfranken so ausgiebig waren. Und natürlich auch 25 Jahre Wiedervereinigung. Und da wollen wir denen natürlich Rechnung tragen und fahren über 100 Kilometer entlang des alten eisernen Vorhangs, entlang der tschechischen Grenze, der ehemaligen, und auch mit einem kleinen Abstecher nach Thüringen. In Mödlersreuth fahren wir über die bayerischen Staatsgrenzen nach Thüringen und dann kurz darauf wieder zurück nach Hirschberg oder von Hirschberg aus, um dann wieder an der Grenze entlang Richtung Etappenziel in Ebern zu fahren. In mehrfacher Hinsicht also absolut historisch, die Bayern-Rundfahrt 2015. Man muss vielleicht noch sagen, so heftig bergauf wie in Richtung Reit im Winkel geht es im nächsten Jahr nicht. Aber auch das muss ja für die Spannung und die Qualität der Rundfahrt überhaupt kein Nachteil sein. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Einladung an die besten Sprinter dieser Welt, oder? Ja, zum einen muss man natürlich sagen, in diesem Jahr haben wir die Bergankunft gehabt auf der Winkelmoosalm. Das ist natürlich eine tolle Sache, gar keine Frage. Für die Kletterer ist das so ein Nonplusultra. Aber wir haben die anderen Etappen im nächsten Jahr auch sehr, sehr schwer. Und so die richtigen Flachlandsprinter, möchte ich mal sagen, die werden sich auch schwer tun. Denn die Etappen selbst, die haben ständiges Bergauf, Bergab, Bergauf, Bergab. Und auch die Etappenziele, mit Ausnahme von Nürnberg, sind nicht eben, sondern sind leicht steigend. Und da grinst schon einer und glaubt, das könnte für ihn recht gut sein. Und auch in Nürnberg haben wir uns ja was Besonderes ausgedacht für die Zielrunde. Kommen wir später noch drauf. Peter, dein Eindruck, als wenn du jetzt die Strecke das erste Mal gesehen hast? Also ich kenne die Strecke schon, weil ich beim Bahnterminen ja dabei war. Die Strecke als solches finde ich, gerade wie der Ewald sagt, dass wir also an der Grenze Tschechien und so weiter vorbeifahren, hoch auch nach Mödlersreuth fahren. Ich finde die Strecke sehr interessant. Es gibt ein paar Ziele, da bin ich gespannt, wie es dort mit unseren Spitzenfahrern losgeht. Ich freue mich natürlich, dass wir auch wieder Nürnberg dann das Ziel haben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn deine Anregung, dass noch mehr Zuschauer da sind, wenn das auch wirklich umgesetzt wird. Wir hatten im ersten Jahr ja Pech. So ein Wetter hatten wir bei der Bahnrundfahrt, glaube ich, noch nie. Im letzten Jahr war es gut. Und jetzt können wir es ja nur steigern.
2015 wird in Nürnberg das Spitzenereignis. Ich sehe den Gründer, den Herrn, unseren Altbürgermeister, den Gründer des Altstadtrennens. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wenn man an die Zahlen, an die Zuschauerzahlen mal wieder rankommt, nur annähernd, dann wäre das schon ein Riesenerfolg. Ich freue mich drauf. Vielleicht noch ein Satz zu dir, Thema 25 Jahre Deutsche Einheit. Glaube ich, freut sich auch der BDR sehr, dass die Bayern-Rundfahrt das mit diesem Rennen noch mal ein bisschen... Ja, selbstverständlich. Also das begleiten wir schon sehr, sehr positiv, dass wir also auch bei der Bayern-Rundfahrt dieses Ereignis berücksichtigt haben. Und es wird auch in der Hofer Region da oben ja auch eine Belebung sein, ist ja wirtschaftlich nicht so gesegnet. Also wir freuen uns, dass wir da oben auch tätig ankommen. Die ersten Einschätzungen zur Strecke, vielen Dank. Ewald Strohmeier, vielen Dank, Peter Streng. Lasst uns die Mikros hier, die brauchen wir gleich noch. Und jetzt geht es natürlich darum, ins Detail zu gehen, auch mit den Protagonisten drüber zu sprechen. Wir konnten leider nicht alle Topfahrer, die möglicherweise nächstes Jahr dabei sein werden, heute hierher nach Nürnberg bringen. Aber wir haben es geschafft, mit allen Methoden, die die Technik heutzutage uns zur Verfügung stellt, uns die eine oder andere Grußbotschaft abzuholen. Auch er war schon häufiger bei der Bayern-Rundfahrt zu Gast. Er ist einer der besten deutschen Sprinter, auf denen diese Strecke im nächsten Jahr wie maßgeschneidert ist. Und wir wollen doch mal hören, was John Degenkolb sagt zur Bayern-Rundfahrt 2015. Ja, Bayern-Rundfahrt, seit zwei Jahren nicht mehr mit dabei gewesen. Eines meiner Lieblingsrennen in diesem Jahr für meine beiden Heimatbundesländer. Deswegen werde ich alles dafür tun, um mit dabei zu sein. Viele Grüße an alle in Bayern. Ich hoffe, bald mal wieder zu Hause zu sein, spätestens an Weihnachten. Tschüss. Geben und wird das sicher auch im nächsten Jahr wieder tun. 130 Kilometer sind dann zurückgelegt. Schon 10 Kilometer weiter geht es zur nächsten Bergwertung bei Erbendorf. Ein Anstieg mit 4,5 Kilometer Länge und Steigungen um die 8%. Ja, und dann geht es nach Waldsassen zur Schlussrunde. Eine Schlussrunde, die zweimal zu absolvieren ist, wie in allen Zieletappenstädten. Diese Runde allerdings ist 19,6 Kilometer lang und damit ungewöhnlich lang. Teilweise sehr enge, auch schlechte Straßenverhältnisse und damit ideal vielleicht für Ausreißer. Eine Zielgerade, die ansteigt, leicht ansteigt und 500 Meter lang ist, wird dann den Spezialisten gerade für diese Streckenführung ganz besonders entgegenkommen. Das Profil, das wir sehen, zeigt uns, dass wir insbesondere im Mittel- und im Schlussteil Steigungen haben und vor allen Dingen auch auf der Schlussrunde Steigungen haben. Hier gilt es also sicherlich ganz besonders aufmerksam zu sein. Das ist die Vorstellung der ersten Etappe von Regensburg nach Waldsassen. Also das längste Teilstück gleich zum Auftakt. Das ist mal ein ziemlicher Hammer. Warmfahren ist also nicht bei der Bayern-Rundfahrt 2015. Und danach wird es nicht unbedingt entspannter. Ein Ausflug ins Fichtelgebirge ist zwar schön, aber nicht unbedingt eine Radtour ins Grüne. Ja, es ist sicherlich touristisch sehr lohnenswert, diese nächste Etappe, die wir hier zusammengefasst haben. Die Fichtelgebirgsetappe, 179,5 Kilometer lang, nur in Anführungszeichen 2700 Höhenmeter auf der gesamten Etappe, also nur unwesentlich weniger als auf der ersten Etappe. Eine erste Bergwertung am Fichtelberg nach 47 Kilometer mit etwa 6% Steigung, mittlere Steigung muss man sagen. In dem Bereich gibt es auch sehr, sehr enge Straßen. Das kann die Spezialisten durchaus bevorzugen. Die erste Sprintwertung dann nach 99 Kilometern. Diese Sprintwertung könnte man gut und gerne auch als Bergwertung verkaufen, denn Bischofsgrün liegt am Berg und es ist vorher schon ein deutlicher Anstieg zu absolvieren. 4 Kilometer später allerdings dann an der Schneebergstraße gibt es dann tatsächlich die nächste Bergwertung und gleichzeitig auch den höchsten Punkt. Italiener würden sagen Cima Coppi, den höchsten Punkt der diesjährigen Rundfahrt, 800 Meter über dem Meer, nicht zu vergleichen mit der Winkelmosheim in diesem Jahr, aber trotz allem schon ein Hügel, über den man erstmal drüber fahren muss.
Dann geht es fallend hinunter zum Sprint nach Arzberg, der nach 141 Kilometer zu absolvieren ist. Und dann wellig auf engen Straßen bis zum Etappenziel nach Selb. Auch dort wieder zwei Runden, jetzt nur 10 Kilometer Länge. Auch hier wieder zum Teil enge Straßen und eine Zielgerade, die den Spezialisten entgegenkommt. Auch die leicht ansteigend oder deutlich steigend und 600 Meter lang. Also richtig was für die bulligen Sprinter im Feld. Auch hier das Profil, das drei markante Steigungen aufweist, die den Fichtelberg zeigt, den Ochsenkopf und den Schneeberg. Und das, meine Damen und Herren, ist sicherlich auch sehr touristisch interessant. Also wer mal Zeit und Lust hat, einen Ausflug ins Fichtelgebirge zu machen, dem sei das auch von dieser Stelle aus herzlich empfohlen. Das waren die beiden ersten Etappen. Till, vielen Dank. Darüber wollen wir sprechen, und zwar mit denjenigen, die dann auch auf dem Rad sitzen werden bei der Bayern-Rundfahrt 2015. Und dazu begrüßen wir zum Ersten den amtierenden deutschen Meister aus dem Team Lotto Verisol, André Greipel. Also, grüß dich. Aus dem Team Bora Argon 18 ist mit dabei Dominik Nerz. Dominik, hallo. Und der hat auch gleich noch seinen Chef mitgebracht, den Verantwortlichen beim Team Bora Argon, Ralf Denk. Damit wir die Runde dann gleich komplett machen, begrüßen wir auch schon mal die Vertreter der Etappenstädte. Das sind Johann Nuber, Leiter des Sportamtes Regensburg. Kommen Sie doch gerne hier an meine Linke, dann teilen wir das so ein bisschen auf. Dann haben wir bei uns Bernd Sommer, den ersten Bürgermeister der Stadt Waldsassen. Und Ulrich Pötsch, Oberbürgermeister der Stadt Selb. André, beginnen wir doch gleich mal mit der ersten Etappe. Eine Einladung an die Sprinter der Bayern-Rundfahrt 2015. Würdest du das so bei den ersten beiden Etappen auch unterschreiben wollen? Wo kann ich unterschreiben? Da finden wir eine Möglichkeit. Gut, Regensburg, die Gegend kenne ich ganz gut. Ich bin dort mal deutscher Bergmeister geworden, Junioren, auch wenn ich nicht so aussehe. Aber wer die Gegend kennt, weiß, dass es auf jeden Fall nicht flach ist. Ein Sprint wird immer vorbereitet mit Kilometer Null. Und ja, wenn die falsche Gruppe weggeht, dann wird es natürlich schwer, einen Sprint vorzubereiten. Aber ich kenne die letzten beiden Berge nicht. Es ist eine Zielrunde, auf jeden Fall weiß man dann schon in der letzten Runde, auf was man sich dann einlässt, ob es möglich ist oder nicht. Aber schlecht berghoch fahren kann ich nicht. Wenn wir am Start stehen, dann denke ich mal auch mit einem super Team, was mich im Sprint unterstützen werden kann. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es möglich ist, über die letzten beiden Wellen mit rüber zu kommen. Aber die Chancen, das vielleicht schon mal vorab, dass du im nächsten Jahr dabei bist, die sind gar nicht so schlecht. 2009, glaube ich, warst du das letzte Mal in Bayern, ist ja schon ein paar Tage her. Ein paar Jahre, ja. Gut, ich fahre für eine belgische Mannschaft. Die Bayern-Rundfahrt liegt immer auf demselben Termin wie die belgische Rundfahrt, und daher musste ich immer daran teilnehmen. Aber ich werde alles daran setzen, dass in diesem Jahr oder nächstes Jahr Lotto Soudal am Start stehen wird. Dominik Nerz vom neuen Team Bora, darf man ja sagen. Du bist auch neu in dieser Mannschaft und wirst dann mutmaßlich als Kapitän in diese Bayern-Rundfahrt gehen. Da wird es dann auch, wenn die längste Etappe gleich am Anfang steht, von Beginn an um die Gesamtwertung gehen, oder? Wie schätzt du diese ersten beiden Teilstücke ein? Ich denke auf jeden Fall, dass gerade durch die Länge der ersten Etappe, und die zweite ist jetzt auch nicht unbedingt gerade kurz, muss man natürlich von Anfang an an die Gesamtwertung denken. Ich meine, für mich ist jetzt leider ein bisschen schade, dass es keine Bergankunft dieses Jahr gibt, weil mir liegt es dann doch besser, irgendwie berghoch zu fahren und eben dann eben gegen so Leute wie André oder John bestehen zu können, weil die muss man eben an den Bergen erstmal abhängen. Wir nehmen das auf jeden Fall als Anregung für die nächsten Jahre schon mal auf. Ralf hat natürlich dann immer das ganze Team Bora Argon dann im Blick. Wo siehst du eure Chancen auf diesen ersten beiden Etappen oder die Prioritäten vielmehr sportlicher Art? Ja, ich denke, für uns ist die Bayern-Rundfahrt
mit höchster Priorität in unserem Rennkalender und wir hatten schon eine Etappe gewonnen hier. Wir waren schon auf dem Podium in der Gesamtwertung und wir wollen um den Gesamtsieg mit meiner Mannschaft mitfahren. Und die ersten beiden Etappen aufgrund der Länge wird sicherlich schon eine Vorentscheidung bringen. Also die Anspannung wird da dann schon vor dem Start zu spüren sein, schon wenn wir uns dann in Regensburg alle einfinden zur großen Teampräsentation. Ich bin ehrlich, ich freue mich jetzt schon richtig auf einen hoffentlich tollen Abend in Ihrer guten Stube, Herr Nuber. Was wird uns da erwarten in Regensburg? Ja, es wird Sie auf jeden Fall mal ein begeistertes Publikum erwarten. Die Regensburger sind besonders stolz darauf, jetzt endlich mal wieder eine große Spitzensportveranstaltung im Radsport zu bekommen. Wir haben große Radsportveranstaltungen in der Breite mit unserem Radmarathon, Alpenradmarathon mit 6.000, 7.000 Startern. Aber sowas wieder zu bekommen, da freut sich die ganze Radsportabteilung in ganz Regensburg drauf, endlich mal wieder echten Profi-Radsport auch in Regensburg zu sehen. Und deswegen werden wir, denke ich, eine ganze Menge Zuschauer haben am Neupfarrplatz, wo diese Teampräsentation stattfindet. Und ich erwarte da wirklich eine tolle Veranstaltung. Der Rahmen ist da, also das Umfeld ist da, die Altstadt von Regensburg, Welterbezentrum. Das wird wirklich toll. Da bin ich begeistert davon. Erst die Teampräsentation, dann am Tag darauf der Grand Départ, um sich dann auf den Weg zu machen zu Ihnen, Herr Sommer, in Richtung Waldsassen. Zum ersten Mal im Rahmen der Bayern-Rundfahrt mit dabei. Was stellten sich Ihrem Team bisher schon für Herausforderungen in der Vorbereitung dieses großen Ereignisses? Und was erwarten wir dann, wenn wir bei Ihnen ankommen? Ja, die Herausforderungen sind sicherlich groß. Wir sind eine Kleinstadt. Aber wir wollen den großen Partner Regensburg in nichts nachstehen. Also sie erwartet bei uns sicherlich auch ein begeistertes Publikum, ein offenes Publikum. Und wir werden alles, was wir auf die Beine stellen können, auch auf die Beine stellen. Sie werden also überrascht sein, was wir in den Waldsassen bieten können. Zu den Kulissen natürlich auch. Wir haben ja die Möglichkeit, vor der Basilika zu starten. Das wird sicherlich ein besonderer Eindruck sein. Und wir haben vorhin schon gehört, die Landschaft, die natürlich die Sportler nicht so genießen können, das muss man hinterher nochmal in Ruhe machen. Die Landschaft lädt natürlich ein. Und ich denke, die Hügel, die sich ja abwechseln mit langen Strecken auf und ab, hat auch seinen besonderen sportlichen Reiz, wenn es auch keine Bergstrecken sind, wie in den Voralpen. Aber ich denke, es kommt hier jeder auf seinen Genuss. Das denke ich auch. Wir lassen uns sehr gerne überraschen von unserem Ausflug nach Waldsassen, um dann eine Station weiterzufahren, zugegebenermaßen, auch wenn die Radprofis das nicht so freuen wird, nicht auf dem direkten Weg nach Selb, das wäre dann ein bisschen kurz. Wir sind zum zweiten Mal bei Ihnen zu Gast, ich glaube vor 10 Jahren das letzte Mal, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, jetzt aber auch als Zielort. Richtig, ja. Und das macht uns besonders stolz. Im Jahr 2004 durften wir schon mal Partner sein, in diesem Jahr als Etappenstadt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die dafür verantwortlich sind, dass wir dabei sein dürfen. Die Porzellanstadt Selb wird Sie genauso wie an den anderen Stationen auch sehr herzlich empfangen. Es gibt da sehr viele, die schon drauf warten, was passiert da, was kommt da, sind wir jetzt dabei. Wir werden jetzt auch gleich die Nachricht weitergeben dürfen, dass wir jetzt wirklich auch Etappenstadt sind. Es warten viele, es scharren die Leute mit den Hufen. Das Fichtelgebirge lädt ein zu einem besonderen Event. In dem Fall herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind übrigens nicht am Ende von Deutschland oder am Ende von Bayern, sondern wir sind im Herzen Europas. Insofern herzlich willkommen in Selb. Wir sagen vielen Dank, Herr Pötsch, an Selb, dass wir wieder Gast sein dürfen. Und wir versprechen schon jetzt, dafür lege ich auch einfach mal bei den Radfahrern meine Hand ins Feuer, wir werden uns nicht benehmen wie die Elefanten im Porzellanladen. Also da können Sie schon mal sicher sein. Vielen Dank an die Vertreter der Etappenstädte. Ihr bleibt bitte noch ein bisschen bei uns, denn wir wollen jetzt einen Blick werfen auf das, was wir möglicherweise in den nächsten Jahren bei der Bayern-Rundfahrt erleben. Es ist mittlerweile auch Usus, dass wir auch den Nachwuchs ein bisschen mit einbeziehen. Und da haben wir Ihnen in diesem Jahr ein ganz besonderes Talent mitgebracht. We're underway. We're underway. With the men's junior road race, and this will leave us just the elite women this afternoon and the elite men tomorrow. Course tends to wear down the riders, seven laps and 127 kilometres on this course for the juniors. Down to just 79 riders left here in contention after that climb and the high speed attacks. And these leading six riders, Darnes, Halmer, Berthe, Paladis, Bulua, Patrick Haller,
are just the six remaining rides with this tenacious peloton just refusing to give up. Halma wants to keep pushing on here with the shifty gears, of course they can't pedal any faster. Patrick Haller always willing to work. Going to try and pull back with this again, it's going to cause a reaction. And pull them a little bit clear of the peloton, are dropping back just at the minute. 21 seconds. Big show resistance now. Patrick Haller's tempo proving just a little bit too much. Four riders still in with a shout, pushing this breakaway over the top. Patrick Haller of Germany. Looks like Haller's gone. And as they come up to the line now, it is going to be a very tight finish, but is Kurianov or Almeida going to get it, because they are closing in right on the line. As they move up over to the line, they're going to be caught within sight of the finish here, and are the Italians still going to get it? As they know, it's gone to Germany. As they cross the line, it's Jonas Bocklow. The German team had a great race, especially with Patrick Haller, who paid the price on that last lap and was dropped by the pack, but he was a hard worker throughout. 19 Junioren-Weltmeister wurde der Deutsche Jonas Bocklow und mitverantwortlich für den Titel. Ich glaube, das dürfen wir so in aller Bescheidenheit sagen. Ist der Mann, den wir jetzt mit bei uns haben. Bronzemedaillengewinner bei der Deutschen Meisterschaft auf der Straße der U19 Junioren. Hier ist Patrick Haller. Patrick, grüße dich, schön, dass du da bist. Wir haben die Bilder gerade gesehen. Erzähl uns nochmal, wie sich dieses Rennen, ja auch für dich bisher eines der absoluten Großereignisse in deiner Karriere, angefühlt hat. Ja, das war auf jeden Fall das größte Rennen in meiner Karriere bis jetzt. War was ganz Besonderes, auch mit den Profis André und Dominik im Hotel zu sein. Und ja, war auf jeden Fall cool. Du bist Mitglied im Team Auto Eder Bayern, mehr oder weniger die Nachwuchsmannschaft von Ralf Denk. Wie darf man sich so deinen Trainingsalltag momentan vorstellen? Also wir trainieren alle einzeln vom Team, halt daheim, und wir werden halt unterstützt vom Team mit Material. Wir fahren gemeinsam zu den Rennen und ist eigentlich das professionellste Team in Deutschland, und wir sind auf allen Fälle konkurrenzfähig und auch international gut unterwegs. Deine Ergebnisse können sich jetzt schon absolut sehen lassen. Ich habe nochmal nachgezählt, 78 Siege genau, seitdem du auf dem Rennrad sitzt, seit dem 9. Lebensjahr. Wie ist so deine Planung, deine Zielsetzung, kurz und dann aber auch ein bisschen langfristiger? Ja, jetzt bin ich ja im zweiten Jahr U19. Bin dieses Jahr schon gute Ergebnisse gefahren, international auch, und will halt nächstes Jahr da weiterhin Erfolge sammeln, um in der U23 dann ein gutes Team zu kriegen und in Zukunft natürlich dann Profi zu werden. Um dann vielleicht auch mal bei der Bayern-Rundfahrt dabei zu sein. Du weißt ja, hier zu stehen ist mehr oder weniger Sprungbrett. Letztes Jahr war der Manuel Porzner hier, der ist jetzt beim Team Stölting. Der steht mehr oder weniger, oder hoffentlich dann vielleicht nächstes Jahr mit am Start. Die Bayern-Rundfahrt dann auch für dich Traumziel möglicherweise? Ja, natürlich. Also ich wohne ja auch in Bayern und bin jedes Jahr mit einer Trainingsausfahrt an der Strecke dabei, um die Fahrer live zu sehen, und würde mich freuen, da mal teilzunehmen. Wir würden uns auch freuen. Jungs, kommt doch vielleicht noch kurz mit dazu. Ralf, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen was über die Arbeit und über den Stellenwert eurer Nachwuchsmannschaft, des Team Auto Eder. Ja, das Team Auto Eder Bayern ist eine Kooperation zwischen meiner Firma und dem Bayerischen Radsportverband. Und hier werden die besten bayerischen Fahrer schon seit mehreren Jahren gefördert. Und mir persönlich liegt das Projekt sehr am Herzen, dass wir nicht nur den Profisport abdecken, sondern auch, sage ich einmal, für den Nachwuchs was tun. Und es ist natürlich für euch dann auch eine Möglichkeit, Fahrer zu entwickeln, die dann auf der großen Bühne möglicherweise später in Erscheinung treten. Dann im neuen Team Bora Argon 18, bisher NetApp Endura, jetzt unter neuer Firmierung. Erzähl uns ein bisschen, wie es zu der Umstellung kam. Primär ist es der Wunschgedanke, dass viele Rennfahrer aus meiner eigenen U19 dann den Sprung ins Profilager schaffen. Wobei man auch sagen muss, der Sprung ist groß, und
Nicht jeder kann es schaffen, aber das ist ein knallharter Sport, der Radsport. Und so Leute wie Patrick, die wo das dementsprechende Talent mitbringen, haben natürlich eine Chance. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es für ihn klappen würde. Und wenn wir dann schon mal zwei hier haben, die es geschafft haben in den Profizirkus, dann wollen wir uns auch ein paar Tipps abholen. Dominik, da wird ja jetzt in diesem Alter schon mit die Grundlage gelegt. Worauf muss man da besonders achten? Was ist da am wichtigsten? Also ich denke einfach, dass primär der Spaß am Sport noch im Vordergrund stehen sollte. Dass man einfach, weil das Profigeschäft ist einfach dann teilweise so knallhart, dass man dann manchmal auch denkt so, ja, ist das jetzt wirklich das Richtige? Aber ja, ich denke einfach, man muss da langsam reinkommen und ich denke mit dem Team von Ralf, die machen eine super Arbeit da und bereiten die Jungs richtig drauf vor. Und dadurch ist der Einstieg dann ins Profigeschäft sicherlich auch leichter dann. André, wie groß waren die Zweifel bei dir damals, ob es denn wirklich reicht für ein Engagement im Profi-Radsport, als du so in Patricks Alter warst? Ich habe gerade überlegt, als der Patrick geboren ist, da war ich so alt wie er jetzt. Also ich bin schon doch ein bisschen älter geworden. Ich sage immer, man muss auf jeden Fall immer den Spaß beibehalten beim Radsport und beim Training. Talent haben viele, aber man muss auch den Fleiß aufbringen, um aus dem Talent was zu machen. Und wenn Erfolg da ist, gibt es immer viele, die einen auf einen einwirken wollen. Aber ich sage immer, man sollte nie vergessen, von wo man gekommen ist. Und mit den Leuten, die man von klein auf kennt, mit denen müsste man auf jeden Fall weiter Kontakt halten. Die geben immer die besten Tipps und ja, können einem auch weiterhelfen im Hinblick auf Größeres. Ein paar kostenlose Ratschläge von Dominik Nerz und André Greipel. An Patrick Haller. Patrick, vielen Dank, dass du dabei warst heute in Nürnberg und dann vielleicht so ähnlich wie Manuel demnächst dann auf dem Rennrad wieder bei dieser Veranstaltung. Vielen Dank, Patrick Haller, und ihr bleibt uns hier gleich noch erhalten. Wir bewegen uns weiter auf der Strecke der Bayern-Rundfahrt 2015 und blicken jetzt mit Till Rieger dann auf die dritte und die vierte Etappe. Till, und das dritte Teilstück, das steht dann unter einem ganz speziellen Motto. Ja, das dritte Teilstück, und jetzt bringen wir hier die Choreografie etwas durcheinander. Wunderbar, vielen Dank. Das dritte Teilstück ist ja, die Etappe zur Deutschen Einheit, so will ich sie vielleicht umschreiben. 206 Kilometer lang, 2700 Höhenmeter sind hier zu bewältigen und wir werden einen hektischen Beginn haben, denn die erste Sprintwertung in Rehau ist bereits nach 10 Kilometern. Das bedeutet für die Fahrer, insbesondere für die Fahrer, die um das blaue Trikot des besten Sprinters der SDK fahren wollen, auch wirklich in der richtigen Ausreißergruppe zu sein. Bis dahin verläuft die Strecke unmittelbar an der tschechischen Grenze, heute kaum noch zu erkennen. Vor 25, 30 Jahren endete hier der eiserne Vorhang. Und diese Geschichte, ja, die fahren wir weiter in Anführungszeichen. Östlich an Hof vorbei fahren wir nach Töpen. Und Töpen ist die Gemeinde, zu der auch Mödlersreuth gehört. Mödlersreuth, das 40 Jahre lang durch eine Mauer geteilt wurde. Man kann zwar heute wieder ungehindert von einer Hälfte des Dorfes in die andere gelangen, aber einige Unterschiede sind doch geblieben. Es gibt zum Beispiel durch die unterschiedliche Zugehörigkeit des Ortes zu zwei Bundesländern unterschiedliche Postleitzahlen für Mödlersreuth West und Ost. Es gibt unterschiedliche Telefonvorwahlen. Die Einwohner wählen immer noch getrennt, die einen den thüringischen Ministerpräsidenten, die anderen den bayerischen Ministerpräsidenten. Und auf Thüringer Seite sagt man guten Tag und auf bayerischer Seite grüß Gott. So sind die Änderungen, also so weit ist die Einheit noch nicht gediehen, dass man das auch wirklich schon angeglichen hätte. Ja, 6 Kilometer lang ist der Ausflug nach Thüringen und damit in die jüngste deutsche Geschichte. Dann folgen aber 3 knallharte Bergwertungen in Lichtenberg bei Kilometer 66, in Steinwiesen bei Kilometer 97 und dann in Kronach bei Kilometer 118. Alle Bergwertungen haben einen Höhenunterschied von etwa 150 Meter nur und werden sicherlich die Sprinter auch nicht in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Aber die Rennfahrer machen ein Rennen, wie wir ja immer wieder hören.
8 Kilometer nach der letzten Bergwertung gibt es dann die letzte Sprintwertung in Mitwitz und dann werden bis zum Etappenziel noch Lichtenfels und das Kloster Banz passiert. Also auch das wieder sehr touristisch schöne Ziele, an denen wir vorbeifahren. Die Zielrunde hat dann wieder einige Steigungen und wird auch hier durch enge Straßen gekennzeichnet. Auch die eine oder andere Abfahrt, die das Finale zu gestalten, dann nicht ganz einfach machen wird. Am Profil erkennen wir die drei markanten Steigungen mit den Bergwertungen. Besondere Bedeutung kann haben die Steigung in der Schlussrunde, die dann 11,7 Kilometer lang ist und die geografische Ausrichtung der gesamten Etappe erst nach Nordwesten und dann nach Südwesten kann bei Seitenwind natürlich eine besondere Rolle spielen, denn Rennfahrer wissen, Seitenwind ist gefährlich, was Gruppenbildung angeht, ist gefährlich, Kontakt zum Feld zu verlieren und deswegen muss man da ganz besonders aufmerksam sein. Für den Kampf um die Bayernwerk Bergtrikotwertung kann diese Etappe besondere Bedeutung haben. Wir haben hier drei Bergwertungen, anders als auf den anderen Etappen, wo es nur zwei gibt. Wer sich hier die 9 Punkte insgesamt aus einer Ausreißergruppe heraus zum Beispiel holt, hat gute Karten, dann auch in der Gesamtbergwertung die Nase vorn zu haben. Das war die dritte Etappe. Sportlich äußerst reizvoll, geschichtlich Prädikat äußerst wertvoll. Und bevor wir jetzt zum Zeitfahren dann kommen, zur vierten Etappe. Das ist die vierte Etappe. Ich glaube, wir können uns schon mal so weit aus dem Fenster lehnen, ohne rauszufallen, wenn wir sagen, die Vorentscheidung über den Gesamtsieg der Bayernrundfahrt 2015, die fällt beim Zeitfahren in Haßfurt. Jetzt gucken wir gleich nochmal im Detail drauf, bitten aber zuerst noch zu uns den ersten Bürgermeister der Stadt, Ebern, Jürg Hennemann, und Günter Werner, den ersten Bürgermeister der Stadt Haßfurt. Grüße Sie. Ja, Jungs, gehen wir doch. Jetzt sind wir komplett. Hallo, ich grüße Sie. Gehen wir die Etappen vielleicht erst nochmal sportlich durch. André, die dritte Etappe quasi unter dem Motto 25 Jahre Deutsche Einheit. Das wäre für dich dann sicherlich auch was ganz Spezielles, oder? Gut, das ist jetzt zwar schon lange her, aber ich bin auch in Ostdeutschland geboren. Ich komme aus Rostock und bin lange für ein Thüringer Team gefahren. Somit ist das natürlich eine super schöne Sache, dass man dort natürlich an das 25-jährige, die 25-jährige Vereinigung in Deutschland auch Tribut zollt und dort einen kleinen Besuch in Thüringen abstattet. Und ja, ich denke, dass die Stadt, ich weiß nicht, wo fahren wir rüber? Nach Ebern fahren wir an dem Tag und dann Zeitfahren nach Haßfurt. Da wird sich die Bayern-Rundfahrt auf jeden Fall was Schönes einfallen lassen und ja, ich denke, ich werde nicht so viel Zeit da haben, dort das Ganze zu genießen, aber ja, auch bei der Runde, bei der Etappe wieder eine Zielrunde, somit weiß man, ob man die Chancen hat, ins Finale zu kommen oder den Sprint vielleicht zu gewinnen. Und dann immer wieder der Knackpunkt, wenn wir jetzt nochmal beim Sprint bleiben, bei allen drei Etappen haben wir jetzt die Feststellung gehabt, die Zielgerade leicht bis deutlich ansteigend. Was heißt das dann für den Sprint? Was ist da dann besonders gefragt? Kraft, Zeitpunkt des Antritts, worauf kommt es da an? Ja, man braucht auf jeden Fall Kraft, wie bei jedem Sprint. Aber es ist meistens so, wenn eine ansteigende Zielgerade ist, dass andere Fahrer die Sprinter versuchen zu überlisten bzw. früher anzutreten, um uns zu überraschen. Ja, man muss einfach sehen, man kann nicht immer schneller als schnell fahren. Das sage ich immer zu meinem Sprintzug. Also wenn wir vorne sind, dann wird es für andere schwer, dort vorbeizufahren. Und ansteigende Zielgeraden liegen mir auch ganz gut. Und hoffentlich ist es nicht zu steil. Das notieren Sie sich bitte mal, wenn wir vorne sind, wird es schwer vorbeizufahren. Das werden wir dann prüfen nächstes Jahr in Bayern. Das Team Bora, Ralf, wird möglicherweise was dagegen haben. Wie siehst du gerade diese dritte Etappe? Ich denke, dass das schon sehr, sehr schwer ist. Der dritte Tag, wieder über 200 Kilometer. Und wie André schon gesagt hat, es kommt auf die Ausrichtung meiner Mannschaft drauf an. Wenn wir keinen Sprinter dabei haben werden, dann werden wir natürlich versuchen, den Sprintern das Leben schwer zu machen.
Natürlich gilt es auch am dritten Tag etwas Kräfte zu schonen für das alles entscheidende Zeitfahren am folgenden Tag darauf. Und da wird dann möglicherweise vielleicht auch die Stunde von Dominik dann schlagen. Im Zeitfahren geht es dann definitiv um die Gesamtwertung. Wie siehst du diese dritte Etappe und dann speziell auch das Zeitfahren dann im Hinblick auf die Gesamtwertung? Also ich denke, dass die Etappe einfach vor dem Zeitfahren für mich dann, wie Ralf schon gesagt hat, eher so, ich will jetzt nicht sagen zum Erholen da ist, weil bei 2700 Höhenmeter, da muss man eben auch erstmal drüber kommen. Und aber sicherlich ist dann mein Fokus eher dann aufs Zeitfahren ausgerichtet, weil, wie du schon gesagt hast, dort eben dann wirklich die Gesamtwertung gemacht wird. 26 Kilometer, eine Strecke, sowohl vom Profil als auch von der Länge her, die super, dir gut in den Plan passt? Ja, nee, also passt mir wirklich sehr gut. Zumal ich jetzt nicht der große Freund von ganz flachen Zeitfahrkursen bin, kommt mir das natürlich sehr, sehr entgegen. Dann muss nur noch die Tagesform passen. Dann in Haßfurt, das werden wir uns dann angucken. Vorher sind wir dann aber zu Gast in Ebern, freuen uns möglicherweise auch auf einen Sprint an einer spannenden, ansteigenden Zielgeraden. Worauf dürfen wir uns freuen, wenn wir bei Ihnen zu Gast sind, Herr Hennemann? Ja, auf die Gastfreundschaft dürfen Sie sich freuen. Wir haben in Ebern auch sehr viel Vereine, ein reges Vereinsleben, die fiebern schon drauf, sich zu beteiligen an dem Etappenort. Wir haben mit den Schulen vor, einen Aktionstag zu machen, rund ums Radfahren, rund um den Sport, so dass das eine gute Geschichte wird. Ich glaube, wir kriegen da auch eine tolle Schlussrunde hin. Die Strecke hat einige Hügel, Wellen, wie die Rennradler sagen. Ich bin da auch einer davon, aber man sieht es mir am Gewicht an. Mich überholen die Profis wahrscheinlich auf der Schlussrunde, sodass ich da stehen bleibe und die kommen zweimal vorbei. Aber Sie hätten dann ja beste Gelegenheit, dann beim Jedermann-Zeitfahren dann in Haßfurt dabei zu sein. Da sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. In Haßfurt geht es dann richtig zur Sache im Zeitfahren. Sie wissen schon, dass Sie sich da einiges aufgeheizt haben. Da geht es dann nur um Radsport den ganzen Tag, ja, bei Ihnen. Ja, das wissen wir. Also in Haßfurt, wir freuen uns auch schon darauf, dass die Bayern-Rundfahrt als größtes Radsportereignis in Deutschland bei uns ein Etappenziel ist, beziehungsweise der Austragungsart vom Einzelzeitfahren. Und auch wenn vorhin der Rieger sagte, in Wohnau, die eine Steigung, die hat es in sich. Aber ich denke auch ganz kurz vor Schluss, wenn man also von Knetzgau Richtung Hainert fährt und dann die Kurve rumgeht und dann geht es rauf über die Autobahn, also da ist nochmal ganz schön Kraft gebraucht, bis man also dann Richtung Haßfurt dann zum Ziel fährt. Das hört sich an, als fahren Sie da selber auch regelmäßig mit dem Rad lang oder eher mit dem Auto? Ne, beides. Aber mit dem Rad eher, ja, hobbymäßig, aber nicht irgendwo, dass ich also auf Zeit fahre. Also sind Sie dann auch bei dem Jedermann-Rennen? Nein, mit, nein. Aber dann verabreden wir uns, dass Sie den Startschuss geben. Das können wir machen, ja. Hervorragend. Das ist dementsprechend schon mal gebongt. Ich bin mir sicher, das wird ein großes Ereignis werden in Haßfurt, Herr Hellemann. Vielleicht zum Jedermann-Rennen. Wir haben auch vor, am Vortag nochmal ein Rennen zu machen. Das ist ja der Feiertag. Wenn die Bayern-Tour woanders ist, wollen wir die Strecke schon mal testen, die Runde, da Jedermann-Rennen machen. Und wir haben noch was Besonderes in Ebern. Die Bayern-Tour kommt ja über Klein-Berlin zu uns nach Ebern und wir haben in Ebern Klein-Nürnberg, nämlich der Stadtteil vor den Toren unserer Stadtmauer heißt Klein-Nürnberg, also man wird über Klein-Nürnberg auf die Zielgerade fahren und das ist, denke ich, auch nochmal was Besonderes. Absolut, ein kleines Finale quasi dann vor dem Großen, dann zwei Tage später hier in Nürnberg. Vielen Dank, Herr Hennemann, vielen Dank, Günther Werner, wir freuen uns, dass wir in Ebern und in Haßfurt zu Gast sein dürfen mit der Bayern-Rundfahrt 2015. Vielen Dank. Genau. Wir haben es gerade schon angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch einen Blick drauf werfen auf dann das letzte große Highlight, auf das große Finale in Nürnberg am 17. Mai. Wir freuen uns auf einen prickelnden Einlauf vor der Oper. Back again.
back again. Back again. Und kommen nach 50 Kilometern zum Dreifrankenstein. Der Dreifrankenstein ist der Punkt, an dem Unter-, Mittel- und Oberfranken zusammenstoßen. Auch ein geodätischer Referenzpunkt unseres Partners der Bayerischen Vermessungsverwaltung, an dem jeder sein GPS-Gerät überprüfen kann. Die Profis der Bayernrundfahrt, die können sicher darauf verzichten. Dank der Ausschilderung durch den Streckenchef Walter Österreich und die Bayerische Polizei sollte auch die nächste Sprintwertung dann in Wilhelmsdorf gefunden werden. 107 Kilometer sind dann zurückgelegt und nur 6 Kilometer weiter geht es dann in Langenzenn schon wieder um die Punkte für das SDK-Trikot des besten Sprinters. Und dann ja eher flach über die Südwesttangente zum großen Finale rund um die Nürnberger Altstadt. Erstmals werden wir auf diesen ersten 5 Runden hier in der Nürnberger Altstadt auch Punkte vergeben für das Bayernwerk Bergtrikot. Bei der 6. Zieldurchfahrt, und zwar die Punkte werden natürlich am Maxtor vergeben, dort wo in der Vergangenheit beim Klassiker rund um die Nürnberger Altstadt immer das Ziel gewesen ist, ehe man umgezogen ist zum Opernplatz. Ja, und bei der 6. Zieldurchfahrt am Opernplatz gibt es da nochmal einen SDK-Sprint, ehe dann nach 830,6 Kilometern exakt der Vorhang zur 36. Bayernrundfahrt fällt. Auf dem Profil, meine Damen und Herren, erkennen Sie die Hügel des Steigerwaldes am Anfang und dann die Anfahrt zu den beiden Sprintwertungen in Wilhelmsdorf und Langenzenn hügelig, bevor dann quasi der flache Teil, der Teil beginnt, in dem die Sprinter dann zum furiosen Finale blasen. Das ist die 5. Etappe. Ja, und auch zur letzten Etappe wollen wir natürlich den Vertreter der Etappenstadt hören, das ist in diesem Fall Dr. Clemens Xell, der Bürgermeister der Stadt Nürnberg, und Martin Tschernan, der Marketingleiter der VR Bank. Herr Xell, grüße Sie. Kommen Sie gerne hier rüber. Ich würde vorschlagen, wir fangen wieder mit den Athleten an. André, ich bin mir sicher, du kennst auch den Klassiker hier rund um die Nürnberger Altstadt, oder? Häufig dabei gewesen? Ich glaube, ich bin zweimal gefahren. Einmal konnte ich Nürnberger Altstadt gewinnen. Also ich habe gute Erinnerungen an die Zielgerade, an die Runde. Es ist nicht einfach, das Finale, aber auf jeden Fall für mich machbar. Gute Erinnerung ist ein Stichwort. Die hat auch Ralf mit dem Erfolg in diesem Jahr. Ja, wir haben letztes Jahr die Schlussetappe gewonnen mit Sam Bennett und das hat uns schon stolz gemacht und wir werden das Gleiche im kommenden Jahr versuchen. Dominik, jetzt mal gesetzt den Fall, du liegst in einer, sagen wir mal, richtig guten Position zum Ende des Zeitfahrens, dann ist diese Etappe aber mit Sicherheit keine, auf der man auf Rosen nach Hause getragen wird, oder? Na, sicherlich. Also die ganze Rundfahrt, wie wir jetzt gesehen haben, ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Und das ist auch die letzte Etappe noch, vor allem auch nochmal ein richtig langes Teilstück. Normalerweise ist ja immer die letzte Etappe so eher zum quasi Einlaufen und sich vielleicht auch ein bisschen feiern lassen. Aber das wird hier nochmal ein richtig hartes Stück Arbeit. Neu ist ja auch, dass es hier in Nürnberg dann auch noch Punkte für die Bergwertung gibt. Bringt das dann möglicherweise nochmal ein bisschen mehr Unruhe und Dynamik ins Rennen? Also ich denke sicherlich, wenn dort noch die Chance eben besteht zwischen 2, 3, 4 Fahrern, wird das auf jeden Fall ein Punkt sein, der das Rennen nochmal interessanter machen kann. Wir freuen uns in jedem Fall auf ein richtig, richtig spannendes Finale, Herr Xell. Wir sind dann zum dritten Mal in Folge hier in Nürnberg. Ich sage immer wieder gerne Nürnberg, das Paris
der Bayern-Rundfahrt. So langsam, aber sicher haben wir uns hier richtig gut eingelebt und aneinander gewöhnt. Oder wie sehen Sie das? Ja, das ist eine ganz ideale Ergänzung für uns in Nürnberg. Natürlich ist Nürnberg schöner als Paris, muss ich jetzt erstmal vorausschicken. Aber das habe ich damit natürlich nicht gemeint. Aber es ist für uns natürlich eine ganz klasse Geschichte. Wir haben ja Tradition über 25 Jahre mit dem rund um die Nürnberger Altstadt. Und jetzt als Schlussetappe wollen wir das natürlich auch zur Tradition werden lassen. In Franken sagt man, alles, was mehr als einmal ist, ist schon Tradition. Jetzt haben wir es das dritte Mal. Und ich hoffe, dass das tatsächlich auch für die Zuschauer weiter Attraktivität bringt. Denn es ist ja schließlich nicht nur die schöne Altstadt, sondern es ist ja auch eine richtig anspruchsvolle sportliche Leistung am Schluss. Und es wird tagsüber eine ganze Menge geboten. Von daher hoffe ich, dass heuer noch mehr Zuschauer kommen als letztes Jahr. Und ich habe extra noch gebeten, dass der Petrus uns das Wetter besser macht als vor 2 Jahren. Das ist zu wünschen. Wer war da dabei? Immerhin haben wir ja schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht in diesem Jahr. Ich glaube, darauf können wir aufbauen. Das wird sicherlich auch Martin Schernan so sehen. Auch die Kombination Jedermannrennen, Profirennen, sodass wir einen sehr breiten Kreis an Radsportinteressierten dann hier nach Nürnberg locken, hat sich, glaube ich, auch für die VR-Bank bewährt in den letzten beiden Jahren. Also das muss man schon sagen, in den letzten beiden Jahren, wenn wir das erste Jahr beziehen, wo wir also hier mal angefangen haben, sind dazu gekommen. Da war natürlich aufgrund des Wetters ist es ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt schauen, wie es dieses Jahr war, das ist schon ein Riesenerfolg. Nächstes Jahr wird das Ganze nochmal höher werden. Und für uns ist es schon wichtig, auch diese Tradition, der Herr Xell hat es gerade gesagt, einmal ist schon Tradition. Wir sind das dritte Mal dabei und freuen uns schon auf nächstes Jahr. Und ich denke, das wird ein noch größeres Highlight. Wir verändern ein bisschen oben den Opernplatz, also sprich diesen VIP-Bereich und den Zielbereich. Da wird noch ein bisschen was gefeilt und getan. Und da muss man auch dazu sagen, das Ganze funktioniert dermaßen gut. Wir hatten uns gerade ein bisschen unterhalten. Wenn man die Teams anschaut, die jetzt hier beteiligt sind, also die Stadt Nürnberg, uns, Ewald Strohmeier, das ist schon ein richtiges freundschaftliches Team geworden. Und das finde ich gerade das Schöne an der Sache. Wir haben Radsport, wir bauen die Legende wieder auf. Ja, vor Jahren war Nürnberg richtig groß, jetzt kommt das Ganze. Und das Ganze passiert wirklich in der freundschaftlichen Gemeinschaftsgefüge. Da muss ich sagen, da freuen wir uns schon extrem drauf. Ich stelle fest, überall Vorfreude, beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Bayern-Rundfahrt 2015. Ihr lieben Schlussrunde, jetzt haben wir ja Weihnachtszeit, da darf man dann auch mal einen Wunschzettel schreiben nach einem wirklich guten und erfolgreichen Jahr 2015. Wie sehen die Zielhorizonte für das kommende Jahr aus, André? Ich möchte einfach nur gesund bleiben und alles andere kommt dann. Das ist ein perfektes Schlusswort. Dem hat Ralf noch was hinzuzufügen mit dem neuen Team dann im neuen Jahr? Ich mache es mal sportlich. Ich will die Bayern-Rundfahrt mit meiner Mannschaft gewinnen und zurück zur Tour de France. Die nächste Kampfansage und Dominik fehlt noch. Ja, da kann man eigentlich nicht groß was dazu sagen. André hat es eigentlich schon gesagt, gesund bleiben ist wichtig. Ralf hat eine klare Ansage gemacht. Und ich wünsche einfach allen jetzt frohe Weihnachten dann und einen guten Rutsch. Wunderbar, vielen Dank an die Runde. Vielen Dank, Herr Xell, Herr Czernan. Toll, dass ihr dabei wart. Und bevor wir jetzt hier gleich den Deckel drauf machen, würde ich sagen, widmen wir uns noch einem der ganz Großen im deutschen Radsport. Denn auch der hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Die Rede ist vom Träger des gelben Trikots der Tour de France in diesem Jahr, vom Radsportler des Jahres 2013, vom mehrfachen Etappensieger der Tour de France. Ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde so weitermachen. Hier ist Marcel Kittel. So, also Bayern-Rundfahrt 2015 wird ein hartes Ding, wenn ich da am Start stehe. Ich wünsche John viel Glück. Nee, Spaß beiseite. Also, wenn ich die Tour so sehe, wird es richtig schwer. Und das kommt einem Fahrer wie John Degenkolb entgegen. Aber ich selber habe natürlich schöne Erinnerungen an das Rennen und bin froh, dass es die Bayern-Rundfahrt auch wirklich noch gibt nach den wirklich harten Jahren. Und das spricht natürlich sehr für das Rennen. Als ich 2011 am Start war, war wirklich immer eine tolle Stimmung und eine sehr heimatliche Atmosphäre. Und es wäre super, wenn das für mich dieses Jahr auch klappt. Aber ich glaube, wenn, dann nur als Helfer für Johnny. John Degenkolb, dass wir uns auf so eine toll besetzte Bayern-Rundfahrt 2015 freuen können, liegt aber natürlich ganz besonders an unseren Partnern, die wir zum Abschluss noch einmal kurz
würdigen wollen, denn ohne die könnten wir das Ganze hier nicht machen. Und deswegen bitte ich noch einmal zu mir den Rundfahrtleiter Ewald Strohmeier vom Flughafen München, die Referentin Public Affairs Petra Raschid, vom Genossenschaftsverband Bayern Wilfried Bichler, den Eventmanager und Patricia Baumann, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und interne Kommunikation von Bayernwerk. Kommt doch gerne zu mir. Ich grüße Sie. Ewald, und ihr habt uns hier gleich etwas Neues mitgebracht, beziehungsweise die Frau Raschid. Ich würde sagen, darauf wollen wir jetzt als erstes mal eingehen. Der Flughafen München hat sich im vergangenen Jahr schon engagiert bei der Bayern-Rundfahrt. Da waren Sie bei unseren neutralen Materialfahrzeugen mit dabei. Sie haben gute Erfahrungen gemacht, nehme ich an, denn jetzt gibt es den nächsten Schritt. Ja, also letztes Jahr, ich war selbst nicht dabei, mein Kollege war dabei und der hat mit schillernden Augen, mit Begeisterung erzählt, wie spannend und wie toll das letztes Jahr war. Ich werde dieses Jahr dabei sein, ich freue mich schon drauf. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Und Sie haben uns eine Neuerung mitgebracht, zusammen mit Ewald Strohmeier. Wie sieht die ganz genau aus? Ja, wir werden den aktivsten Fahrer, also wir sponsern die Bayern-Rundfahrt, indem wir den aktivsten Fahrer küren. Das Ganze wird dann so ausschauen mit dieser orangen Startnummer. Und der aktivste Fahrer ist für uns natürlich jemand, der mit Leidenschaft dabei ist, der seine Kompetenzen zeigt und der auch Weitsicht zeigen muss. Und das sind Attribute, die wir uns auch auf die Fahnen schreiben. Und deshalb mit dieser Startnummer und für diesen Fahrer. Eine Auszeichnung für den aktivsten, den kämpferischsten Fahrer des Tages der Bayern-Rundfahrt 2015, die dann verliehen wird. Das Ganze präsentiert vom Flughafen München. Ewald, ich glaube, eine super Aktion, oder? Ja. Wir freuen uns natürlich, dass wir erstmals diese Wertung durchführen können. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Flughafen München. Ich meine, ich wohne in der Einflugschneise vom Flughafen, da liegt es sehr nahe. Ich kann die Flieger fast greifen, dass wir dann auch den Flughafen gewinnen konnten als Sponsor. Und werden wir sehen im nächsten Jahr dann, wer diese orangen Startnummern tragen darf. Es sind sicherlich Fahrer, die viele Kilometer kämpfen werden und die Nummer dann auch mit Recht oder zu Recht tragen können am nächsten Tag. Eine tolle Partnerschaft, Frau Schied, die wir weiter ausbauen, die wir auf eine neue Stufe heben. Ich glaube, wir können dann davon ausgehen, 2016 verabreden wir uns dann auf dem Rollfeld oder der Landebahn zum Zeitfahren. Kriegen wir das hin? Voraussichtlich. Sehr gut. Okay, also das schreiben wir auch schon mal in den Kalender. Und dann wollen wir uns jetzt noch den Wertungstrikots widmen der Bayern-Rundfahrt. Und da habe ich noch den Vertreter der Süddeutschen Krankenversicherung vergessen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Herr Thomas Klebe, kommen Sie doch bitte auch noch nach vorne. Dann haben wir nämlich unsere Farben komplett, die wir bei der Bayern-Rundfahrt dann ehren. Grüße Sie alle. Gelb, das ist ja die Farbe des Führenden, die Farbe des, der Nummer 1 der Bayern-Rundfahrt, der Genossenschaftsverband Bayern, einer der ganz treuen Partner. Und wir freuen uns, dass ihr, Wilfried, auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid. Ja, die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit ihren Partnern der Genossenschaftlichen Finanzgruppe sind ja seit der Gründung mit dabei und wir sind stolz drauf, seit 36 Jahren dabei zu sein. Was natürlich uns unheimlich am Herzen liegt und was wir sehr schätzen, dass die Bayern-Rundfahrt in die Regionen rausgeht und die Volksbank und Raiffeisenbanken vor Ort, sprich in den Etappenstädten, auch die Städte dahingehend unterstützen, dass die Rundfahrt zu einer runden Sache wird und vor allen Dingen, dass die Kunden der Volksbanken und Raiffeisenbanken so einen tollen Sport geboten bekommen. Die Süddeutsche Krankenversicherung auch. Lange Jahre schon dabei. Fast von Anfang an. Als Partner für den schnellsten Mann im Feld, für den besten Sprinter. Auch das eine Partnerschaft, die sich bewährt hat über die Jahre. Die Süddeutsche Krankenversicherung ist natürlich als Partner der Volks- und Raiffeisenbanken auch fast von Anfang an mit dabei. Wir sind gern dabei. Als Krankenversicherer wollen wir natürlich auch den Sport unterstützen. Ja, und der Radsport, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass es in Deutschland mehr Fahrräder als Autos gibt. Selbstverständlich wollen wir auch das als Versicherer stützen. Gerade als Krankenversicherer, vielen Dank, Herr Klebe. Das sind zwei Partnerschaften, die schon lange richtig gut funktionieren. Eine neue Partnerschaft ist die mit Bayernwerk, unserem Partner für die Bergwertung. Sie sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei, Frau Baumann. Ich glaube, auch Sie sind zufrieden mit der Rundfahrt 2014. Wie waren die ersten Eindrücke bei der Bayern-Rundfahrt?
Wir sind absolut zufrieden und es hat total Spaß gemacht, im letzten Jahr das erste Mal dabei zu sein. Auch für uns spielt die regionale Komponente eine ganz wichtige Rolle. Bayernwerk Natur betreibt dezentrale Anlagen in ganz Bayern. Das heißt, wir haben da Lieferanten und Kunden, Partner, die wirklich verteilt sind. Mit der Tour durch ganz Bayern kommen wir da ideal an die ran, sind in der Region vertreten und das ist natürlich super für uns. Damit wir das Abschlussbild komplett kriegen, Peter, komm du doch bitte noch einmal zu uns. Ich habe noch einen letzten kleinen Anschlag auf dich vor, damit wir dann auch wirklich alle Trikots nämlich abgefrühstückt haben. Das Nachwuchstrikot der R&V-Versicherung natürlich nicht zu vergessen. Auch mal eine sehr interessante Wertung, gerade wenn wir dann denken, was auch bei den großen Rundfahrten passiert. Mir ist da so Thibaut Pinot im Kopf, der ja auch vorher hier bei der Bayern-Rundfahrt gewinnen konnte. Auch das unterstreicht, glaube ich, die Wertigkeit nochmal. Also Marcel, wenn du mich aufs Trikot ansprichst, dann habe ich andere im Kopf, denn die R&V war Sponsor des Sprint-Trikots und da habe ich Eric Zabel und andere Namen noch im Kopf. Aber jetzt sind wir eben, oder ich sage jetzt, ich komme von der R&V und die R&V war eigentlich schuld, warum ich im Radsport bin. Die R&V hat jetzt das Nachwuchstrikot und dann tauchen natürlich solche Namen auf. Die R&V ist seit Anfang an oder ja, ziemlich lang dabei und wird auch in Zukunft dieses Trikot unterstützen, genauso wie die anderen Sponsoren. Und ich freue mich natürlich, dass wir 2015 mit diesem Nachwuchstrikot wieder am Start sein können. Und wir freuen uns sehr über die Treue unserer zahlreichen Partner und Sponsoren, durch die wir für das nächste Jahr wieder so eine hervorragende Strecke auf die Beine stellen konnten. Die Bayernrundfahrt 2015 über 830,6 Kilometer von Regensburg nach Nürnberg. Eine Einladung an die Sprinter, eine spektakuläre Strecke. Ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie fühlen sich gut unterhalten, gut informiert über das, was Sie dann im nächsten Jahr erwartet. Wir haben eine feste Verabredung, 11. Mai, ab dann wird's ernst. Das wird eine tolle Woche auf den Straßen Bayerns. Bis dahin ist noch ein wenig Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, den Profis, dass ihr euch auch Zeit genommen habt. André Greipel, Dominik Merz, den Vertretern der Etappenstädte. Uns bleibt jetzt nur noch Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, frohe Ostern und dann sehen wir uns wieder zur Bayern-Rundfahrt 2015. Vielen Dank!